Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID Arrays eines ausgefallenen SNAs wiederherstellen können. Diese RAID Levels erstellen oder ändern Sie Dateien von einem abgestürzten RAID Array wiederherstellen können. Daten sind in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung. NAS speichert häufig Fotos, Dokumente, Videos, Sicherungen und andere wertvolle Informationen. NAS bietet eine zuverlässige Datenspeicherung, da es die RAID-Technologie zur Speicherung von Dateien verwendet. RAID ist eine Technologie, die mehrere psychische Laufwerke zu einem einzigen logischen Datenspeicher zusammenfasst. RAID bietet Zuverlässigkeit, hohe Leistung und Wiederherstellbarkeit von Daten bei Ausfall eines oder mehrerer Laufwerke. Mit der LACR5-Bit können Sie verschiedene Ebenen von Festplatten-Arrays erstellen, zum Beispiel RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 6, die Ihre Daten von Verlust schützen. RAID-Arrays bieten mehrere Vorteile, darunter erhöhte Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und Datenwiederherstellung Ermöglichkeit. Es können jedoch Probleme auftreten, zum Beispiel Hardware-Ausfälle, Konfigurationsfehler, Hardware-Fehlerfunktionen und Verlust des Dateizugriffs. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, wie man den Zugriff auf die Daten wiederherstellt und sie zurückerhält. Im folgenden Video sehen wir uns an, wie man ein RAID auf diesem NAS erstellt und rekonfiguriert und was zu tun ist, wenn das RAID-Array ausfällt und das Netzlaufwerk unzugänglich ist. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie man ein RAID-Array auf diesem Gerätetyp aufbaut. Dies gibt einen Einblick in die RAID-Technologie und hilft bei der Datenwiederherstellung. Also, ich habe eine LACR5-BIG Network 2 Gerät. Bei der Ersteinrichtung erstellt das Gerät automatisch ein RAID und die RAID-Einstellungen hängen von der Anzahl der angeschlossenen Laufwerke ab. Um den RAID-Level zu ändern, öffnen Sie die LACR-Web-Schnittstelle. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in den Browser ein. Sie können das ins Programm LACR Network Assistant verwenden, um die IP-Adresse zu ermitteln. Gehen Sie in den sich öffnenden NAS-Verwaltungsfenster zum Abschnitt RAID-Verwaltung. In diesem Bereich sehen Sie Informationen über den aktuellen Status des Arrays. Um die Einstellungen zu ändern und das Array neu zu erstellen, klicken Sie auf Verwalten. Wählen Sie den automatischen oder manuellen Aufbautyp und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die Festplatten aus, die das zukünftige Array bilden sollen, weiter. Wählen Sie dann einen RAID-Level aus. Weiter. Überprüfen Sie im nächsten Schritt die RAID-Parameter und klicken Sie zur Bestätigung auf Finish. Damit wird der Initialisierungsprozess gestartet, der je nach Kapazität der Festplatten bis zu 10 Stunden dauern kann. Die Erstellzeit ist in dieser Tabelle angegeben. Wenn Sie im Falle eines NAS-Ausfalls oder eines anderen Hardware-Fehlers den Zugriff auf ein NAS-Laufwerk verlieren, benötigen Sie Hetman RAID Recovery, ein spezielles Datenwiederherstellungstool, um das ausgefallene RAID wiederherzustellen und wichtige Daten davon abzurufen. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen, einschließlich der LACR RAID-Technologie. Es stellt die Festplatten des abgestürzten Array automatisch wieder her und Sie können Ihre Dateien aus dem Array wiederherstellen. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie direkt an die Hauptplatine eines Windows-Computers an. Beachten Sie, dass Sie, bevor Sie mit der Datenwiederherstellung beginnen, über freien Festplattenspeicher verfügen müssen, der der Kapazität der Wiederherstellungsdaten entspricht, damit Sie die wiederhergestellten Informationen von Disk Array kopieren können. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie geeignete Adapter und Erweiterungen.
Je nach RAID Level können Sie auch ein oder zwei Laufwerke aus dem Array ausschließen, da zum Beispiel RAID 5 oder ohne ein Laufwerk funktionieren wird. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind und die Software gestartet wird, beginnen Sie automatisch mit dem Scannen der Laufwerke und erstellt auf Ihnen ein ausgefallenes RAID. Die Array-Parameter werden unten angezeigt. Um nach verlorenen Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gefundenen Partitionen und dann auf Öffnen. Im nächsten Schritt wählen Sie die Art der Analyse, Schnellscan oder vollständige Analyse. Im Falle eines NAS-Ausfalls und wenn das Programm ein RAID korrekt aufgebaut hat, reicht ein Schnellscan aus. Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die wiederherstellenden Dateien befinden haben. Die Software befällt die gesamte Dateistruktur und Namen, sodass Sie keine Probleme haben sollten, die benötigten Dateien zu finden. Und Sie können deren Inhalt im Vorschaufenster betrachten. Zuvor gelöschte Dateien sind hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wählen Sie alle Dateien aus, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie aus, wo Sie die Daten speichern möchten, ein Laufwerk oder einen Ordner und klicken Sie dann auf Wiederherstellen und fertig. Alle zuvor ausgewählten Dateien befinden sich nun im angegebenen Verzeichnis. Wenn die Software nach einer Schnellsuche keine Dateien findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Reanalyse, vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem auf dem Datenträger an. Wenn das Programm die benötigten Dateien nicht finden kann, müssen Sie die Reanalyse mit dem Häkchen neben dem Inhalt der Dateien erneut starten. Wie wir sehen können, hat das Programm die Aufgabe gemeistert, das zerstörte RAID aus den Festplatten zusammengesetzt, alle Dateien gefunden, die auf der Festplatte verblieben sind und sogar diejenigen, die zuvor gelöscht wurden. Wenn es sich um ein ICCSI-Laufwerk mit einem Betrieb bereite NAS handelt, können Sie das Laufwerk direkt vom Client-System aus scannen. Starten Sie einfach das Programm und scannen Sie das Netzlaufwerk. Finden Sie die versehentlich gelöschten Dateien und stellen Sie sie wieder her. Diese Methode kann hilfreich sein, wenn Sie versehentliche Dateien aus dem Speicher löschen. In diesem Fall müssen Sie die Festplatten nicht aus dem Speicher entfernen. Richten Sie eine ICCSI-Verbindung ein und versuchen Sie, das Laufwerk zu scannen, aus dem die Dateien gelöscht werden. Wir haben bereits beschrieben, wie Sie eine solche Verbindung einrichten. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Software ein RAID nicht automatisch erstellen kann. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass selbst Informationen auf den Festplatten überschrieben wurden und das Programm nicht in der Lage ist, die Parameter des fehlgeschlagenen RAIDs zu bestimmen. In solchen Fällen kann der RAID-Builder mit der Funktion zum manuellen Erstellen helfen. Der Builder kann helfen, wenn der Anfang der Festplatten gelöscht wurde, wo alle Informationen mit den Array-Parametern gespeichert waren. Dies kann passieren, wenn Sie die Festplatten an einen anderen Controller anschließen und die vorherige Konfiguration überschreiben oder das RAID neu aufbauen, bevor die Festplatten initialisiert werden. Nach der Initialisierung werden die Daten vollständig gelöscht. Wenn Sie die Parameter kennen, führen Sie den Konstruktor aus, wählen Sie hier die Option manuell erstellen, weiter. Geben Sie ArrayTyp, Blockreihenfolge und Größe an. Fügen Sie die Festplatte hinzu auf seinen Arbeitsstatt und füllen Sie die fallende durch leere Festplatte aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Eventuell müssen Sie auch den Offset angeben, an dem sich der Anfang der Platte befindet. Sie müssen auch die Reihenfolge der Laufwerke angeben. Wenn Sie hier alle bekannten Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erscheinen hier Ordner. Sobald Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das RAID wird dann im Datenträgermanager angezeigt.
Führen Sie nun die Analyse durch. Suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die gewünschten wieder her. Abschließend möchte ich Sie daran erinnern, wie wichtig es ist, regelmäßig Sicherungskopien Ihrer RAID-Daten zu erstellen. So können Sie Datenverluste verhindern und die Wiederherstellung nach Fehlern erleichtern. Denken Sie auch daran, dass die Wiederherstellung von RAID-Daten besondere Aufmerksamkeit erfordert, da ein einziger falscher Schritt zu einem vollständigen Datenverlust der Laufwerke führen kann. Wenn Sie sich Ihre Fähigkeiten nicht zutrauen, sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Jetzt wissen Sie, wie Sie im Falle eines NAS-Ausfalls wieder Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Wenn Sie Ihr LC5PIC Network 2 NAS-System nach einer Festplattenausfall oder einem Laufwerk-Tau wiederherstellen müssen, schreiben Sie uns einen Kommentar und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Auf Wiedersehen.